Da müssen wir hin. Und dann ganz schnell hier raus. Bevor wir jetzt hier krass zugeballert werden. Machen Unsichtbarkeit rein. Dann müssen wir nämlich hier gleich rechts in das Gebäude rein. Hier. Scheiße, hätten wir uns vorher noch machen sollen. Wir das kurz mal erfahren. Okay, dann können wir uns auch hier buffen. Alles klar, ich gehe nochmal kurz auf Klo und dann machen wir das. So. Dann machen wir den jetzt mal weg. Schutz gegen Magie rein. Ich hoffe, der kennt uns jetzt noch nicht. Doch, er sieht uns schon. Er kommt hier doch schon gegen. Der hat eine Waffe, ne? Den gehen wir noch mal vor den Eingang. Scheiße. Das war jetzt nicht gut. Das ist jetzt nicht gut. Das ist jetzt nicht gut. Ganz knapp. Dann müssen wir halt noch mal eine Runde schlafen. So, das machen wir erstmal auf alle. Machen auf den großen erstmal. Dann machen wir den rein. Hier machen wir noch schon gewiped oder erst versucht? Erster Versuch. Ja, ich hatte nicht ich, mich vorher gebufft, deswegen bin ich jetzt nochmal raus. Bin jetzt davor vom ersten Versuch sozusagen, ja. So, jetzt fehlt uns noch der Buff, ne? Dann machen wir jetzt noch Regeneration noch nicht. Wir machen jetzt Schutz gegen Magie. Wahrung. Und Tote aufwecken nicht. Noch nicht jedenfalls. Regeneration noch überall rauf, ja. Geh mal zum Spaß ohne Schutz vor Magie rein. Ah ne, jetzt habe ich es gerade schon drauf gemacht. Wieso, was wird denn dann passieren? Wäre ich direkt tot oder was? War gerade irgendwie, ein paar Sekunden war ich so drin. Hab mich auch einmal beschossen. Ist jetzt noch nichts passiert. Gut. Speichern. Jetzt können wir auch mal wieder mal so einen größeren machen. Direkt nicht, aber ziemlich schnell. Ah, okay. Nee, nee, nee. Da gehen wir jetzt schön vollgebufft rein. Und dann hauen wir den weg. Könnt euch da auch mal ein bisschen auf den Weg machen. Oh, das war knapp, glaube ich. Ja, stell dich genau vor den Eingang hin, wirklich. So. Was sagt sie noch? Ich denke mal lieber auf Nahkampf machen. Machen wir doch weg, oder nicht? 93 Schaden. 50 Schaden. Hat unser Heal noch?
könnten da Verletzen anmachen, ne? Macht einen Schaden. Alles klar, machen wir nicht. Könnten aber hier mal so einen Heal-Stab reinsetzen. Und dann. Machen wir deinen Standard raus. Und jetzt ballern wir durch. Also bis jetzt läuft es noch ganz gut. Ich hätte jetzt ein bisschen mehr erwartet. Aber wahrscheinlich, weil wir Schutz vor Magie haben, kriegen wir das recht gut so hin. Bada, da ist er doch. Sehr nice. Und die erste antike Waffe. Blaster. Aber da wir noch keine antiken Waffen können, können wir es halt auch noch nicht lernen. Ne? Macht ja wohl Sinn. Oder noch nicht tragen. Bestimmt auch in der Stadt der Titanen oder sowas. Könnte ich mir vorstellen. So, jetzt muss hier doch noch irgendwo eine Geheimtür geben oder so. Ne, hier kommen wir da längs. Gibt es hier noch coole Sachen? Einmal aufmachen und was gibt's hier so? Körperresistenz verkaufen wir. Auferstehung. Auferstehung können wir eigentlich mal eine behalten. Für den Fall der Fälle, falls mal unser Heal drauf geht. Wird auch nochmal einen neuen Hut vertragen, ne? Oh, hier waren wir. Kommen wir von hier? Von da kommen wir, ne? Hier ist nichts, oder? Nee. Hier ist nirgends wo was. Dann können wir hier auch rausspringen und raus und Abfahrt nach. Celest. Ohne Großmeister Körper oder Stelenmeister ist er ziemlich behindert. Das kann ich mir vorstellen, ja. Das kann ich mir vorstellen. Weil sonst würde hier Schutz gegen Magie ja nicht Tod und Vernichten wegmachen. Und dann hätte er uns bestimmt ein paar Mal drauf gehen lassen. Aber so hat er uns, glaube ich, gar kein Leben verloren, so gefühlt. So, hier haben wir erledigt den Aal. Robert nimmt den Würfel entgegen und wieder seid ihr erfolgreich. So nah sind wir nun am Ziel. Ich weiß, ihr habt viel Fragen und ich bin sicher, Resurrector wird sich euch alle beantworten, wenn ihr noch diesen einen Auftrag für sie erledigt. Ihr findet sie bei Gavin Magnus im Thronsaal von Schloss Lambent. Alles klärchen. Nö. Ey, komm mir nicht so nah. Wie lange dauert der denn noch? Der Feuer. Ding noch eine Stunde und 3 Minuten. Stunde, 5 Minuten, zack, weg ist er. So. Und jetzt nochmal das Ganze. Ohne dass wir drauf gehen. Haben wir die jetzt schon abgegeben gehabt?
Gut. Jetzt müssen wir zum Thronsaal. Da vorne rechts. Könnten natürlich uns auch noch mal kurz eine Runde ausbilden lassen. Ich kann mir vorstellen, ein paar Level machen können wir jetzt schon wieder machen. Ach, nö. Und dann nur eine Runde. Komm, dann schlafen wir hier eine Runde. Oha, wie viele Level können wir denn jetzt aufsteigen? Alter. Weiß gar nicht, wofür die Punkte jetzt hinpacken wollen. Wir haben eigentlich alles hoch, was wir hoch haben wollen. Wüsste jetzt, also dann würde ich jetzt sagen, was, warum kannst du denn Blaster? Man vielleicht auf Blaster gehen. Was bringt Blaster denn genau? Fähigkeitswert wird zum Angriffsbonus addiert. Der Fähigkeitswert wird zum Angriff doppelt. Okay. Weiß noch nicht, ich weiß noch nicht. Wir sparen die Punkte erstmal noch. Weil ich glaube, es war nachher schlauer, in antike Waffen zu gehen. Was ich auch irgendwie nicht so feier immer. Müssen wir nach Garvin suchen, ne? Gavin. Oder ist der hinten normal drinne? Mal Zoll, was bist du? Das ist auch nur ein Zauberer. Und jetzt hier. Da müssen wir hin. Der Teufel. Unsere Pläne nähern sich rasant ihren Gelingen. Aber es gibt noch einen Haken. Die Kriganer, vielleicht kennt ihr sie auch als die Teufel oder die Dämonen, müssen alle vernichtet werden, bevor wir unseren Plan umsetzen können. Sie sind Zeichen einer schrecklichen Bedrohung. Und obwohl sie in diesen Tagen wenig mehr tun, als ihre Wunden lecken, werden sie doch eines Tages wieder Stärke sammeln. Und die Welt verwüsten, wenn irgendwas von dem, was wir tun, eine bleibende Auswirkung haben soll, müssen wir endgültig diese Monster vernichten. Ihr seid stark, aber noch nicht stark genug, um die Teufeleien besiegen zu können. Wir sind gegen die Magie empfindlich. Die meisten von Totenbeschwörern verwendeten wird und weit seltener von unseren Magiern. Aber es ist unumgänglich, dass ihr in den Hort der Teufel eindringt und ihren Anführer Xenophex endlich vernichtet. Das sollte die Bedrohung, die sie für diese Welt darstellen, zumindest für einige Zeit ausschalten. Die Finsternis haben von ihren Vulkanen einen Tunnel in das Land der Riesen vergraben, das Land, das die Teufel ihr eigen nennen. Vielleicht könnt ihr den benutzen. Ins Land der Riesen müssen wir hin. Ihr werdet besser, wenn ihr eine Fähigkeit von 10 mit dem Blaster habt. Werde ich euch zu Großmeistern mit dem Blaster machen. Dann trefft ihr öfter, als ihr dann neben schießt. So verbreitet ihr Tod und Zerstörung, wo immer ihr auch seid. Alleine Waffen der Alten und dann Blaster. Ich würde sagen, eher Blaster ist doch der Zeit voraus, oder nicht? So, wo müssen wir denn jetzt genau hin?
wann habe ich 100.000 Gold verloren? Habe ich irgendwas verkauft? So. Geh zu Kolonie Zord im Land der Riesen und töte Xenophex. Geh dann zu. Aha. Wie kommen wir da hin? Hat er sie uns gesagt, oder er? Muss ich mir vielleicht nochmal durchlesen, aber da stand doch nicht genau, wie wir da hinkommen, oder? Diese Aufgabe ist nicht so dringend, aber schließlich wollen wir nicht, dass jemand darauf warten muss, dass wir unsere Teile erledigen. Also sobald ihr euch bereit fühlt, greift die Teufel an. Denkt an das Tunnel Finstern, dass ihr in den Tunnel der Finsteren von dem Vulkan bis ins Land der Teufel benutzen könnt. Ach stimmt, da habe ich das verloren. Night On müssen wir. Und dann der Vulkan. Ich glaube. Durchs Donnerfrostgebirge. Ich glaube, ich weiß wo, ja, wenn du das so sagst. Dann müssen wir hier darauf, ne, auf den Berg. Waren wir da oben schon mal? Da war nichts, ne? Oder müssen wir hier in das Gebirge rein? Weil das war doch das Donnerforstgebirge, ja. Aber hier gibt es ja so viele Eingänge. Gibt es da irgendwie einen ganz schlauen Eingang, dass man da reingeht? Weil hier ist ja auch einer. Und nicht nochmal die Hexen jetzt alle wegmachen. Könnten ja auch von hier reingehen. Wir gehen mal von hier. Starten wir mal von hier. War ein guter Eingang. Der erste oder der jetzige? Nordöstlich halten. Okay. Ah, scheiße, den hatten wir schon. Oh, nee. Der erste. Ach, na gut, jetzt buffen wir uns hier nochmal durch und dann gehen wir nochmal zurück. So. Könnten uns hier auch umdrehen und dann mal schön dem. Warum habe ich mich denn jetzt selber getroffen? Das wollte ich doch gar nicht. Treffe ich nicht? Schade. Hätte ja auch mal schnell klappen können. Hier liegt noch irgendwo was Blaues rum, sehe ich, aber ach komm, das wird schon nichts Tolles sein, denke ich. So, Regeneration schnell nochmal auf alle rauf machen. Haben ja eh ein bisschen Leben verloren durch meine Aktion da gerade.
Und jetzt noch Schutz gegen Magie, den Feuerring noch anmachen. Und Bewahrung. Zack. Wenn die uns nämlich jetzt irrsinnig machen, haben wir damit auch gar kein Problem mehr. Können wir eigentlich auch nah rangehen, ne? Macht uns ruhig irrsinnig. Weil der ist ja schnell umgefallen. Nur so ein kleines Schild, das brauchen wir nicht. Da gehen wir jetzt mal nicht auf nah ran. Nicht, dass sie uns da rechts alle noch treffen können. Ich glaube, das ist der ist blau der stärkste. Der Betrachter. Also grün ist es ja definitiv nicht. Zum Glück kommen wir da noch ran. Aber gut, wir haben auch schon mal durch Wände mit dem Schwert geschlagen und so. Also von daher ist die Höhe relativ unwichtig meistens. Nee, Auge des Bösen ist das Stärkste, denke ich mal. Schön, 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 schön. Und dann sagtest du ja nordöstlich halten, aber bisher konnten wir ja noch nicht. Nordöstlich halten, also hier so. Okay, gehen wir hier mal weiter. Ne, von hier kamen wir, ne? Dann gehen wir mal hier doch weiter längs. Meinetwegen, böses Auge ist stärkstes. Okay. Ja, dachte ich auch. Sah auf jeden Fall da noch aus. Also wirklich stark ist im Moment ja eh keiner mehr so wirklich. Auch die haue ich mittlerweile sehr schnell weg. Wenn es zwei rote sind oder so, dann wäre es ein bisschen bremslich, aber an sich macht da keine mehr so wirklich Probleme. Okay, jetzt hier rein mal schauen. Vorne, glaube ich, können wir weiter. Da können wir es nur verlassen. Oder müssen wir das da verlassen? Das ist schon der richtige Ausgang. Schauen hier nochmal weiter. Oh ne, das war doch der andere Eingang, wo wir gerade eben auch reingegangen sind. Ne? Kommen wir bei den Damen raus, oder? Nee. Nach Eotol. Ich glaube, das ist nicht ganz verkehrt hier. Ja, ist richtig, okay. Muss da raus. Alles klar.
Die sind immer noch eklig. Brauchen so ewig. Ich hoffe ja auch, dass da später dann auch das Portal hingeht, ne? Bis dahin. Aber ich glaube, wir hatten noch ein bisschen Platz über, ne? Ist bestimmt denn die Gegend hier? Könnte ich mir vorstellen. Die kommen da nicht raus. Machen wir erstmal die hier weg. Auf Nahkampf. Das sind Medusen. Können wir uns endlich rächen bei denen? Also ich weiß noch die Zeit, als ich da fast One-Hit weg war. Komplette Gruppe. Das geht halt jetzt nicht mehr. Alles klar, jetzt machen wir da vorne die. Nö, gibt kein Portal, aber es gibt einen Teleporter nach Harmonil, der aktiv bleibt, sobald du ihn benutzt hast. Okay, das ist schon mal was. Easy, wie lange ist Eile noch? Eile ist 2 Stunden noch. Könnte man überlegen, demnächst nachzubuffen. Ich will hier nochmal ein bisschen auf Licht gehen. Umso weiter, umso länger hält ja auch unsere, so lange halten ja auch unsere größeren Buffs. Hier soll noch was liegen? Ach, das ist grau. So. Können wir von da? Und da kamen wir. Und da kamen wir, dann müssen wir hier links. Macht halt viel mehr Sinn, die auf naher Distanz wegzumachen. Das sind mir jetzt ein paar viele. Hilfe! Wir können ja einfach hier. Und hier sollten sie ja nicht durchkommen. Okay. Die kommen da halt gar nicht hin, okay. Hier kommen sie aber durch, schade. Dann muss ich sie so wegmachen. Na, ob der hier überhaupt noch hinkommt. Bis zu uns. So, hier ist noch einer. Oh, da ist ein Roter mit bei. Der dauert bestimmt wieder ein bisschen länger. Es ist noch einer dazu gekommen. Ich werde noch jetzt mal einen Heal raussetzen, ja. Und Eile könnten wir. Eigentlich können wir gleich nochmal nachbuffen, den einen. Ich glaube, Eile hole ich mir vielleicht nochmal einzeln als Single Buff. Dass ich den immer einzeln nachbuffen kann. Das spart ein bisschen Mana.
Easy. Wir marschieren hier auf jeden Fall ganz gut durch. Jetzt wieder hier die Viecher. So, auch weg, nice. Gut. Ba, ba, ba. Zwei hätte ich jetzt auch genannt, gar nicht gedacht. Okay, was ist hier so drin? Nur Gold. Auch zwei wieder, ne? Ja. Sogar eine Königin. Ach du dicker Aal. Gucken, was war das für ein Schwert gerade? Oh, Rüstung ist kaputt. Überall wahrscheinlich. Also jetzt haben wir einen Zauberstab verbraucht. Das wollte ich gar nicht. Medusen sind Magic immun. Aha. Dann sollte ich da ja mal lieber nicht drauf zaubern die ganze Zeit. Na komm, hau sie doch weg. Auch noch eine. Feuerring könnten wir nachbuffen, aber nö. Wahrscheinlich auch so eine Art Magie. Weiß gar nicht, ob die denn zählt überhaupt. Einfach schön drauf keulen und dann langt das da auch. Irgendwie auch eine ganz schön große Höhle hier. Was ist hier noch so? Nix. Hier komme ich oder was? Ja, von da komme ich ja irgendwie, oder? Nee. Nee. Hier war ich noch nicht. So, speichern. Was ist hier oben? Nur Speer. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Aber echt ganz schön viele hier unterwegs. Ist denn noch einer hinter mir hier? Easy. Hier durch. Ba, ba, ba. Jawohl. Ist die auch weg? Ist die hier? Das eine davon ist doch bestimmt eine. Boah, Medusenherrscherin. Ist bestimmt nochmal über Königin.
Irgendwann noch eine rum. Würde sagen, die Maschine auf jeden Fall gut durch. Vorne ist noch ein bisschen was an Geld. Hier und hier ist nochmal sowas. Ich glaube, wir müssen hier wahrscheinlich noch einmal raus vor alles verkaufen. Jetzt ist hier schon mal grün. Das ist schon mal ein gutes Zeichen, dass hier nicht mehr so viel ist. Jetzt gehen wir hier rechts. Oh, da unten sind wieder die dicken. Auch nur so ein normaler Panzer, ne? Den haben wir aber echt fix jetzt weggehauen. Jetzt hier die wegmachen. Können wir auch, eigentlich können wir auch nah rangehen. Können ja so gehen. Dass sie uns gerade so nicht treffen. Gehen wir komplett nah ran. Oh, da ist ein roter mit bei. Aber die kommen da, glaube ich, eh nicht durch. Nö. Und der rote kommt nicht mal bis hier vorne hin. Hier noch einer und hinter mir noch einer. Dann haben wir sie alle wieder weggemacht. Jo. Jo, jo, jo. Und da kamen wir. Hier ist nichts, aber wir müssen jetzt auch wieder zurück. Doch ganz schön groß hier eigentlich alles so. Den haben wir aber schnell. Hier waren wir noch nicht, meine ich. Kommt er da überhaupt durch den Gang? Ja. Nee, aber nicht weiter als da. Herz. Na, jetzt müssen wir bestimmt gleich mal wieder einen Heal reinsetzen. Können wir ja einfach. Ja, das ist der falsche. Den, und dann machen wir hier schön den. Schöner Gruppenheal. Noch zwei grüne. Schön, 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 auch alle weg. Kommen wir hier hin? Von da kamen wir. Da war nur die Erzader. Was da so blau angezeigt worden ist, dachte ich, vielleicht ist es eine Geheimtür oder so. Wieder Medusen hier unterwegs. Könnten wir einen eigentlich auch auf Entfernung töten? Oder könnt ihr das nur im Nahen machen? Ich glaube nur, wenn wir nah rangehen. Rein theoretisch, ne? Toll, schön direkt runtergefallen.
Und hier, was ist hier noch so? Gar nichts, gar nichts, gar nichts. Aber hier fehlen auch manchmal die Striche noch, ne? Irgendwie. Ich denke immer, dass da eine Geheimgänge sind, aber ist denn wohl doch nicht. Gerade so geschafft. Gehen wir erstmal hier längs. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Dann hier nochmal schnell wegmachen. Auch gut. Nice. Das haben wir alles, das haben wir, das haben wir. Ist die hier? Ist sie ja auch schnell down sein, yo. Die können mit jedem Hit leben oder versteinern, egal ob nah oder fern, okay. Dann ist ja gut, dass wir da ein bisschen was gegen haben. Dagegen Zauber. Und da schicken wir jetzt mal keinen Feuerball rein, weil das nichts bringt. Das sind jetzt ein paar viele. So. Vielleicht kriegen wir noch einen weg, bevor der hier ankommt. Jo, sogar einen roten. Oh. Unser Magier. Schnell mal einen Heal reinsetzen. Regeneration bräuchten sie auch gleich nochmal alle neu. Zerstören immer ganz schön gern mal die Rüstung, ne? Lehrbuch. Schwerer Zauber. Der macht die schwerer, ne? Und dann innere Verletzungen und so. Oh, jetzt ist unser Magier weg. Na toll. Lieber den kurz reinmachen. Jetzt hat er ja immer noch 347 Leben und damit mit am meisten. Gut, der hat auch noch. Das treffe ich gerade irgendwie nicht. Warum auch immer. Jetzt wird es zu langsam, aber auch ein bisschen nervig hier. Sind aber auch viele. Die können mit. Ja. Oh. Nicht sterben, nicht sterben. So, jetzt sind wir doch wieder gut davor. Wie er hinten wegläuft. Ah, sah nur so aus. Will den Raum jetzt auch nochmal fertig haben und ich glaube, dann langt das für heute. Will ich mal den Stream auch ausmachen danach, wenn ich den Raum hier fertig habe. Und je nachdem, wie der Tag heute endet, streame ich morgen wieder. Denke schmal.
Mal kicken. Also langsam kommen wir auch bei dem Spiel gen Ende, ne? So viel wird hier wahrscheinlich auch nicht mehr sein. Oh, wieder so viele hier. Bam, bam, das noch mitnehmen. Hab die Ecke hier schon geklärt. Warum läufst du hier wieder hin? Was fällt dir ein? So, irgendwie gefühlt wird doch noch auf mich geschossen. Da, guck mal, den müssen wir noch wegmachen. Und da kommen wir. Oder da müssen wir noch hin, eher gesagt. Ganz neuer Weg, denke ich mal. Fällt er mal um jetzt? Ah, scheiße. Ich habe alle nicht nachgebracht. Dann dauert das auch gleich viel länger, ne? Ah, gut. Beide weg. Beide weg. Möchte ich hier kurz hochspringen? Och, geht die Rüstung kaputt. Oh, ein Umhang. Mit Glück. Glück hast du. Hast schon. Hast es schon drauf. Den. Ist das ein Erdzauber, oder? Kann das sein? Dann ist das hier schwarze Magie bestimmt. So, jetzt müssen wir mal kurz hier wieder hochkommen. Machen wir mit dir. Hier, von hier kamen wir doch irgendwie, ne? Ja. So, jetzt nochmal ein guter Zeitpunkt für Schwäche wegmachen. Überall. Das mache ich noch weg, dann speichere ich ab.